Einen wunderschönen guten Morgen bei einem schönen Sonnenaufgang hier in Minecraft mit mir, RalfingerLP, beim nächsten Teil von Let's Play Minecraft. Was auch sonst. Die Nacht hier haben wir jetzt mal nicht geschlafen, weil unsere Hütte rum wahnsinnig viele Gegner waren. Da vorne sehen wir auch noch einen. Und ihr seht unten in der Anzeige, ich bin auch wieder bei meinen 15, Level 15 sagen wir so, angekommen. Da, wo ich mein Savegame sozusagen verloren habe, wo ich wieder alle Punkte von vorne mir erarbeiten musste oder eben Gegner verprügeln musste. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier den auch noch schnell in die Ecke kriege, alles klar. Und dann wieder fröhlich weitermachen kann hier mit meinem Bebauungsplan. So, jetzt schauen wir mal, hier machen wir mal das Ganze zu. Das mit dem Wasser nervt ein bisschen, das ganze Geplätscher hier. Zack und zu hier. Die ganzen Creeper, die sich immer wegsprengen. Ey, was denken die sich dabei überhaupt? Sauerei. Na, hier machen wir das mal zu. Und hier, dass wir immer wieder einen ordentlichen Weg haben. Na, oh. Kann schon nicht mehr bauen, ich sehe schon. Rechte Maustaste ist ein bisschen lediert durch die ganze Action, die ich hier jetzt in den letzten zwei, drei Aufnahmen gemacht habe. So, hier machen wir mal auch ein bisschen zu. Dass man hier ordentlich rüberlaufen kann. So, es war nur eins breit, aber immerhin. Na gut, bauen wir hier nochmal ein bisschen ab. Machen wir das Ganze noch ein bisschen breiter, dann haben wir auch viel mehr Spaß, wenn wir hier langlaufen. Müssen wir die ganze Zeit hüpfen wie so ein Verrückter. Und ich glaube, wir können auch wieder ein bisschen Glas brauchen. Schön, da bricht gleich alles zusammen, wenn ich hier lang buddel. Perfekt. So, mehr Glas für mich. Mehr Glas, mehr Glas, mehr Glas. Also eigentlich Sand, nur daraus wird ja mal Glas. Deswegen rede ich hier schon die ganze Zeit von Glas. Da vorne haben wir so eine Tintenfischarmee. Geht völlig ab. Die formieren sich und greifen mich an. So spätestens sind 2 bis 3 Folgen. Bin ich immer gespannt. Kommt doch euch vorbei. Ich habe ein Diamantschwert hier. Ha, ha, ha. So, alles klar. Dem mal gezeigt, was die Sache ist. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu unserer schönen Hütte. In Rennen, hoffentlich. Das machen wir jetzt auch mal zu hier, dass hier mal ein Übergang entsteht, der gerade ist. So, und dann. Naja gut, diesen einen Block verkraften wir, dass der jetzt hier falsch gesetzt wurde. Und die verkraften wir auch noch. Egal. Hauptsache, der Weg ist ein bisschen breiter, da oben ist nichts mehr okay. Hier gibt es einen kleinen Aufgang, den ich gemacht habe für den Wald. Gut, so weit, so gut, so gut, so gut, so gut. Hier können wir auch mal wieder los abgreifen, würde ich sagen. Wir können uns aber auch mal um Tiere kümmern. Jetzt haben wir hier so wahnsinnig viele Zäune und Ställe. Jetzt brauche ich aber auch hier mal meine Tore. So, hier packen wir mal eins rein. Wo ist hier denn die goldene Mitte? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, da ist nicht die goldene Mitte. Das heißt, hier gibt es gar keine goldene Mitte. Dann machen wir auch kein Tor rein. Ganz einfach. Moment, aber die Sticks packen wir mal da hoch und die Zaunlatte da rein. So, dann machen wir hier einfach keinen Eingang rein. Hier gibt es noch einen kleinen Notausgang nach außen, wie immer. Das Ganze wird wieder mit Stein zugepflastert, damit es auch so aussieht, als wäre es hier ein Ausgang. Ihr wisst Bescheid, machen wir mal auf. Man weiß ja nie. So, jetzt müsste ich eigentlich hier die goldene Mitte finden, das ist aber auch natürlich voll kacke. Toll. Ich habe wieder keine Zaunlatten mehr. Mann, 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 habe ich hier viele Zaunlatten verbaut. Unglaublich. Unglaublich. So, wieder an den Crafting Table. Und wie viel Holz habe ich dabei? Nicht viel. Aber zumindest kann ich ordentlich, aber da, Zaunlatten bauen. So. Und da noch. Alles voll, wunderbar. Wie viel habe ich jetzt bekommen? 60. Gut, die sollten auch jetzt erstmal irgendwie reichen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, mal was zu futtern wieder zwischendrin. Die große Mamperei hier. So, und dann geht's mal fleißig ans Zaunlattenbauen. Das Ganze machen wir aber von innen. So, so, so. Na, wir sperren uns hier ein bisschen ein. So, jetzt kommt die große Frage der Fragen. Machen wir hier auch wieder 2 Ställe draus? Wahrscheinlich schon, ne? Also, diesmal wieder das große Zählen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Goldene Mitte 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mein Glückwunsch. Und hier rein. Alles da. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt gibt es hier auch wieder keine goldene Mitte. Scheiße. Na gut, dann machen wir den Zaun mal ein bisschen asymmetrisch. Was soll's.
Wir bauen ihn einfach dahin. Weil da ist ein Durchgang und das passt ja eigentlich auch ganz gut. Gut, jetzt sollten wir natürlich aber auch dann ein Tor da reinbauen und nicht eine Zaunlatte. Wieder völlig verpeilt. So, und jetzt aber das Tor. Einmal frei. So, den Durchgang hier machen wir dann genauso. Das ist mir jetzt auch egal. Da ist es einfach dann passend. Da wird halt jetzt mal nicht abgezählt. Sorry für die Symmetrie-Fetischisten. Ich bin zwar auch einer, aber so bleibt es jetzt einfach mal. So, überall, wo nichts drin ist, machen wir mal die Gatter auf, dass ich weiß, okay, da kann was rein. Hier rechts offensichtlich, die Schweine sind voll gepumpt. Und hier vorne habe ich auch ein Schwein drin. Ich weiß zwar nicht warum, aber da ist ein Schwein drin. Gut, das darf da auch raus, oder machen wir so. Da war mal ein Schwein drin. Na! So, Schwein ist weg. Was hier noch fehlt, sind die Steine. So. Da muss natürlich über noch einen Steineingang rein. Nein. So, das ist da unten abbauen. So. Ja, ja. Und dann graben wir uns hier noch ein bisschen durch. Alles klar. Dann sollten wir doch hier eigentlich von den Gehegen her alles richtig gemacht haben. Überall einen Eingang dazu gesetzt haben. So einen kleinen Stein. Hier haben wir es eben ein bisschen übertrieben. Haben wir zwei reingemacht. Das ist eigentlich völlig egal. Gut, 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 gut. So weit, so gut. Das heißt, wir machen mal einen kurzen Ausflug hier oben auf diesen tollen Berg. Von da hat man so eine wunderbare Aussicht auf meine schon erbauten Errungenschaften. Auf das große Reich von Ralfinger LP. Was wir in so kurzer Zeit hier gebaut haben. Da oben wachsen Pilze in den Bäumen. Igittigit. So, und dann wieder der Sprung hier rüber. Ja, ein bisschen misslungen, aber da hoch, den kriegen wir. Na! Komm schon, da müssen wir da hochkommen, alles klar. Das heißt, wir sind gleich ganz oben. Hier hangen wir jetzt mal die Palme da hoch. Und na! Na gut, dann eben ohne Palme. Dann hauen wir uns den Weg frei, so wie wir es immer gewohnt sind bei Minecraft. Und hier noch den, na, den noch. Habe ich jetzt hier? Nein, jetzt habe ich hier keinen Aufgang mehr. Wo ist denn? Oh, wo geht's denn hier hoch? Ich bin doch noch ein Stück weiter nach oben, Mensch, das kann aber nicht sein. So, darüber, da auch, alles da, nehmen wir den Weg. Da waren wir anscheinend schon mal wunderbar und jetzt sind wir oben. Gut, der Baum hier, den geht's immer noch, warum auch immer. Aber ihr seht, hier gehen wir mal vor zur Kante. Alles jetzt da. Hier zwei noch ungenutzte Ställe, hier mein riesen Schweinestall, da hinten zwei verschiedene Gatter, noch ein kleines, ein mittleres vor der Tür und mein großes Beet. Top, die Watte quillt, nicht wahr Schweinchen? Da sieht doch schon mal geil aus. Den Zaun baue ich jetzt mal nochmal um mein Haus rum. Und vielleicht, ich glaube, da hinten das Gatter, das machen wir dazu. Und beenden das Ganze mit dem Weg, das machen wir jetzt als nächstes. Das gefällt mir nämlich nicht. Das machen wir anders. Yay, und schon sind wir unten. Das machen wir anders. Wir machen hier nämlich außen den Weg als äußerste Grenze und nicht den Zaun da vorne. Weg mit dir. So. Und dann wird wieder alles, was ich gerade dahin gebaut habe, fleißig wieder abgesäbelt. Aber gut, ihr habt auch gesehen, warum. Sah nicht aus. So. Jetzt habe ich da unten wahrscheinlich ein paar Zäune liegen. Ja, geil, zwei. Na gut, immerhin zwei. Besser als gar nichts. Das heißt, und das Tor natürlich auch noch mitnehmen. Hier kommt der Zaun hin. Und im Endeffekt können wir auch da außenrum dann natürlich einen Weg bauen. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Jetzt machen wir es erstmal nicht. Machen erstmal hier das weg. So. Packen dann da wieder eine Fackel drauf, damit es in der Nacht, wo sind meine Fackeln? Da. Ich glaube, ich bin immer über den Gegenständen drüber mit der Maus, die ich suche, und dann sehe ich sie nicht. Total bescheuert. So, wir graben uns dann hier mal einen Weg hinter. So, und dann nehmen wir noch ein paar Steine und pflastern den Weg mit Steinen. So, die letzten paar Meter noch, alles klar. Haben wir denn jetzt hier eine Mitte hier? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, haben wir. Perfekt. Das heißt, nach 3 haben wir eine Mitte. Nee,
Das war so nicht geplant. Da kommt der Stein hin und dann haben wir hier noch ein Tor rein. Zack, fertig. Hier drauf fehlt noch eine Fackel, genauso wie auf der anderen Seite, wie ich sehe, fehlt auch noch eine Fackel. Wobei, na gut, ich mache die eigentlich immer in der Mitte vom Zaun, oder? Habe ich es da drüben ausgemacht? Ja, habe ich ausgemacht. Dann kommt hier eine Fackel hin. Wir rennen einmal außen rum. Und hier entlang komm ich dann lang. Ja. Perfekt. Und dann nochmal da lang. Gut, unser Gehege wäre soweit auch fertig gebaut. Hier können wir nochmal den Rand ein bisschen abtragen. Das Ganze begradigen. Ich glaube, das machen wir jetzt mal, indem wir hier einfach versuchen, ohne Wassereinbruch. Ohne Wassereinbruch das Ganze nochmal zu begradigen. Das haben wir aber natürlich wieder schön vergeigt, wie ihr seht. So, packen wir es da ran. Das schaufeln wir mal alles weg. Wobei ich würde es ja gleich abbauen wollen und nicht anbauen wollen. Warum? Was habe ich denn da schon wieder gemacht? Habe ich nicht mitgedacht. So, weg mit euch. Und weg mit dir. Und es wird schon wieder dunkel, meine Freunde. Das heißt, gleich kommen wieder übelste Gestalten und Figuren und wollen wieder mir nach dem Leben trachten. So, da haben wir irgendwie ein Riesenloch. Aber stimmt hier nicht. Naja gut, aber stimmt hier nicht. Da haben wir halt ein... Sieht aus wie eine Höhle. Na. Na gut, egal. Dann müssten wir hier theoretisch Wasser reinfüllen. Da habe ich jetzt aber gar keinen Bock drauf. Wir machen jetzt mal hier noch ein bisschen das Gestrüpp hier weg. Bevor es gleich total dunkel wird, versuchen wir uns mal in unserer neuen Höhle hier schlafen zu legen. Vorher machen wir aber noch diese Ecke da weg, das stört mich jetzt irgendwie. Hätten wir fleißig weggebuddelt hier und wir sprengen für die Sitzlinge weg. Gut, das hätten wir geschafft. Da noch und da noch. Jut. Das mit dem Wasser hier ist ein bisschen blöd, aber egal. Ich sehe noch keine Gegner, aber hier, was wächst denn da wieder runter? Also hier dieser Baumstamm, ne, der macht mich fertig. Was ist denn da mit dem los? Warum ist der denn noch da? Ah, da hinten noch ein Baumstamm in der Krone. Wie konnte ich das übersehen? Ja, um den werden wir uns jetzt nochmal kümmern hier. Den knöpfen wir uns nochmal vor hier. Ihr seht selbst, wie hoch der Kollege ist. Dafür brauchen wir eine Axt. Haben wir erstmal das Gestrüpp hier weg. Das nervt mich ja am meisten. So, wo ist der Baum da? So, das wird es doch dann gewesen sein, oder? Ich köpfe da nicht rüber. So, ich hatte es eigentlich darüber. Ich habe aber gerade den Baum da weggeschlagen. Deswegen sollten wir hier einfach mal rüber bauen. Und gucken, ob hier noch irgendwas ist, weil das sieht mir auch noch gefährlich nach einem Baumstamm aus hier. Sag ich doch. So, das war's jetzt aber, oder? Hier ist jetzt nichts mehr mit Bäumen und so. Nee, das sieht so aus, als wäre es gewesen. Hier ist auch alles weg, alles klar. Holz machen wir alles ab, nicht wahr, Schweinchen? Das ist doch eine tolle Aussicht da oben. Ist doch echt schön hier oben. So, aufpassen, dass wir uns hier nicht den eigenen Weg unter den Füßen weggraben. Wie können wir es machen? Hier ist es kein Problem. Okay. Das heißt, den Baum hätten wir soweit auch gekillt. Da oben hängt es auch noch ein bisschen was rum, aber das soll mich jetzt nicht weiter stören. Wir schauen mal, dass wir hier zurück in unsere Hütte gehen. Und entspannt einen Nickel hinmachen, wenn uns unsere Gegner das zulassen. Türe schließen. Und Moment, wir können ja nochmal hier inventarmäßig alles wegpacken. Weil ich schleppe ja immer so wahnsinnig viel Zeug mit mir rum, was ich gar nicht brauche. Hier haben wir wieder Dirt, Türen, Zäune. Achso, eine Spinne, die würde mich jetzt hier nicht interessieren. Wo habe ich denn eigentlich den Sand hin? Wow, oh, die hilft doch hier genau auf meinem Dach wieder rum, oder? Gibt es doch zu. Irgendwo hier ist doch, da ist er doch. Ich hab's nicht gewusst, ey. Die schaffen es aber immer wieder, vor meinem Dach irgendwie hier runter zu springen, die Schweine. Frage ich mich wirklich, wie das funktioniert. Na wurscht. Wir waren dabei, die Kiste zu befüllen. Und zwar hier mit keinem Sand drin. Hier hatten wir... Ich glaube, Sand war beim Stein, genau. Und da kommt der restliche Kram auch mal rein. Hier haben wir wieder allerlei. Das kommt da auch alles mit rein. Jetzt haben wir aber keinen Platz mehr. Dann können wir mal die Melonen hier reinpacken. Sticks, Kerne, wir haben eigentlich alles, was das Herz begehrt. Auch Dirt haben wir genug, wie man hier in der Kiste schön sehen kann. Da kommt mal Dirt rein, die Schaufel packen wir mal darunter. Gut ausgerüstet für die nächste Episode. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen angenehmen Tag.
Würde mich freuen, wenn ihr mir hier ein Like gebt für dieses Video, wenn es euch gefällt. Mensch, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt oder ich glaube, sowas habe ich noch nie gesagt. Und abonniert mich fleißig. Ja, Mann, Abos, Abos, Abos. Nee, völliger Schwachsinn. Müsst ihr nicht machen. Schaut euch einfach die Videos an. Das reicht mir vollkommen. Gebt euren Senf dazu. Schreibt es in die Kommentare. Geile Sache. Danke fürs Zuschauen. Ich werde es auch so werfen und gehe mal ins Bettchen. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.